Gestern gab es nach langer Zeit endlich mal wieder neue Informationen zu Pokémon Schwert und Schild. Ja, ich weiß, einige von euch würden viel lieber mit diesen Spielen abschließen, weil viele sie halt wirklich nicht mochten, aber trotzdem, die DLCs kommen halt noch. Und gestern gab es jede Menge neue Informationen zu diesen DLCs. Heute möchte ich daher nochmal alle Informationen zusammenfassen und am Ende nochmal sagen, wie ich das Ganze so finde und ob ich glaube, ob sich das lohnt oder eher nicht. Und nur nochmal zur Erinnerung, es gibt nicht nur ein Pokémon Schwert und Schild DLC, sondern gleich zwei. Und zwar einmal die Insel der Rüstung und dann noch die Schneelande der Krone. Beide DLCs zusammen können für 30 Euro erworben werden, also 15 Euro pro DLC. Die Insel der Rüstung ist der erste DLC und dieser DLC erscheint bereits am 17.06., also bereits in 2 Wochen. Und wie uns der Name des DLCs schon verrät, verschlägt es uns bei die Insel der Rüstung halt auf die Insel der Rüstung. Das ist diese große Insel, die eher wie eine große Naturzone aussieht, ich freue mich jetzt schon nicht drauf, wo man halt noch ein bisschen neue Geschichte bekommt. Da gibt es halt auch das neue legendäre Pokémon Dakuma, das man langsam, aber sicher großziehen muss, bis es sich dann zu Wulaosu entwickelt. Mein Gott, diese Namen heutzutage. Das hat auch nochmal 2 verschiedene Formen hat und dann auch noch eine Gigadynamax-Form. All diese Informationen kannten wir natürlich schon. Was hingegen neu war, ist, dass das Design von Galalamus endlich enthüllt wurde. Und das sehen wir jetzt hier. Ja, das ist Galalamus. Typkombination Psycho-Gift. Und falls ihr euch fragt, warum es so seltsam aussieht mit den ganzen lilanen Flecken, ich denke, das soll quasi symbolisieren, dass es jetzt von dieser Muschel vollkommen vergiftet wurde, deswegen auch die Typkombination Psycho-Gift. Ich finde, das passt zu diesem Pokémon ganz gut dazu. Und auf der Insel der Rüstung geht es natürlich um dieses große Kampf-Dojo, wo ihr dann halt euer Dakuma bekommen werdet, schätze ich mal. Also es ist ja generell sehr auf diesen Kampfstil ausgerichtet, deswegen das Kampf-Dojo hier, Dakuma als Kampf-Pokémon. Vom Stil her eigentlich ganz cool. Und schaut euch mal diese Person hier an. Vielleicht täusche ich mich, aber ist das nicht der Liga-Präsident? Wäre ganz cool, wenn auch der hier mal wieder ein bisschen Geschichte bekommen würde, weil ganz ehrlich, die Geschichte von Pokémon Schwert und Schild, die war nicht wirklich gut. Und wenn das jetzt hier noch so ein bisschen daran anschließen würde, wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir noch gesehen, dass einige Pokémon wiederkehren, also einige alte Pokémon wiederkehren, die es halt nicht direkt am Anfang in das Spiel geschafft haben, wie zum Beispiel Absol oder auch Luxtra. Und auch da ist es ganz schön, dass sie diese alten Pokémon nochmal zurückbringen. Nächstes Mal aber bitte von Anfang an. Was wir dann auch noch gesehen haben, waren neue Gigadynamax-Formen für die Starter-Pokémon. Nicht nur die Starter-Pokémon der Galar-Region, sondern auch die Starter-Pokémon der Kanto-Region. Zuvor hatte ja nur Glurak eine Gigadynamax-Form, worüber ich mich mittlerweile oft genug aufgeregt habe. Deswegen auch ganz schön zu sehen, dass auch Bisaflor und Turtok eine Gigadynamax-Form bekommen. Ich muss sagen, die von Turtok gefällt mir jetzt nicht so sehr. Immer wenn sie eine neue Form für Turtok machen, machen sie einfach größere Kanonen oder mehr Kanonen oder was auch immer. Einfach immer nur dieser eine Aspekt und das finde ich ein bisschen blöd. Die von Bisaflor gefällt mir ein kleines bisschen besser, aber er sieht hier echt wie ein Kiffer aus. Sagen wir, wie es ist. Er sieht wie ein Kiffer aus. Und die Gigadynamax-Formen der Galar-Starter hatten wir ja bereits zuvor gesehen. Die finde ich auch alle ganz nett. Bauen immer schön auf ihren Hauptelementen auf. Also zum Beispiel Inteleon, der halt als Geheimagent mit seiner Sniper-Waffe dasteht. Ich find's ganz nett gemacht. Und wo wir gerade schon von den Galar-Startern reden, falls ihr Pokémon Home habt, könnt ihr euch jetzt endlich die Galar-Starter mit den versteckten Fähigkeiten holen. Also auch das etwas, was vielleicht ganz interessant sein könnte. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem Urgel-Roboter. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich habe keine Informationen dazu finden können. Er war auch wirklich nur für ein paar Sekunden zu sehen. Es sieht aus, als würde man von diesem Roboter irgendwie Items bekommen oder so, aber keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Und falls ihr euch fragt, was diese Dame hier für eine Suppe kocht, das ist wohl eine sogenannte Dynamax-Suppe. Diese ist Teil der Insel der Rüstung und wenn diese Suppe von einem Pokémon gegessen wird, das sich Dynamaxen kann, dann kann es sich auch Gigadynamaxen. Ich glaube, damit ist gemeint, dass man jetzt leichter die Gigadynamax-Form einiger Pokémon freischalten kann. Weil zuvor musste man halt immer in der Naturzone die entsprechenden Gigadynamax-Pokémon fangen und mit der Suppe geht es jetzt vielleicht auch einfach so. Oder sie ist dafür da, damit ihr eure Starter-Pokémon Gigadynamaxen könnt. Eins von beiden. Oder vielleicht sogar beides. Keine Ahnung. Ja, und das war's auch schon so ziemlich zu den Updates für die Insel der Rüstung. Die Insel der Rüstung ist generell so ein bisschen auf Geschichte ausgelegt, habe ich das Gefühl. Ihr bekommt halt euer Dakuma, müsst es großziehen, bis es sich dann zu Wulaosu entwickelt. Und ich glaube, generell ist dieser DLC auf Geschichte und auch so ein bisschen auf Kämpfen ausgelegt. Was ich daran so ein bisschen schade finde, ist, dass es halt wieder eine große Naturzone ist. Fairerweise muss man dazu sagen, dass sie ein bisschen größer scheint als die ursprüngliche Naturzone. Und es hier auch anscheinend einige Kämpfe gibt. Also sie scheint zumindest ein bisschen besser zu sein als die erste Naturzone. Aber ich fand die Naturzone aus Pokémon Schwert und Schild echt schlecht. Deswegen bin ich da sehr zwiegespalten und ich weiß natürlich auch nicht, wie lang die Geschichte ist. Aber zumindest cool, dass noch einige alte Pokémon zurückkehren werden, dass sie neue legendäre Pokémon eingebaut haben und dass wir ja noch so ein bisschen Geschichte dazu bekommen. Aber die Naturzone muss echt deutlich besser werden. Eine große Frage, die ich mir stelle, ist vor allem auch die Schwierigkeit dieses DLCs. Weil ich glaube, man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ein Großteil der Leute, die sich diesen DLC kaufen werden, das Spiel bereits durchgespielt haben. Möglicherweise sogar ein Team haben, das komplett aus Level 100 Pokémon besteht. Und die Schwierigkeit ist dann wohl eher
eher ein Witz. Ich würde es daher ganz cool finden, wenn die Entwickler quasi einem ein Team geben würden. Irgendwie ein komplettes Team auf Level 30, das man dann nach und nach anpassen kann mit den Pokémon der Naturzone. Einfach damit man nicht massiv overlevelt ist, wenn man da reingeht. Aber naja, wir werden sehen. Ansonsten muss man sich halt selbst so ein bisschen die Schwierigkeit anpassen und halt vielleicht einfach mit Level 30 Pokémon dort reingehen, anstatt mit seinem normalen Team. Und wie gesagt, dieser DLC erscheint bereits in 2 Wochen, am 17.06. Wenn ich diesen DLC irgendwie in Worte fassen müsste, würde ich sagen, ganz nett. Er reizt mich nicht wirklich. Aber es hängt sehr davon ab, wie die Geschichte so ist und vor allem auch, wie lang sie ist. Was mir hingegen deutlich besser gefallen hat, ist der zweite DLC, die Schneelande der Krone. Ich habe ja jetzt schon des Öfteren mal erwähnt, dass ich Schneegebiete unglaublich liebe und die Schneelande der Krone zu sehen, es ist einfach schön. Auch wenn es erneut eine große Naturzone ist. Warum muss alles eine Naturzone sein? Ich weiß ganz genau, dass es bei den Fans wirklich nicht gut ankam und trotzdem machen sie weiterhin diese Naturzone. Aber naja, vielleicht haben sie aus ihren Fehlern gelernt und sie werden ganz gut werden. Wenn man mehr zu erkunden hat, mehr Trainer da sind, vielleicht ein paar Rätsel dabei sind, dann könnten sie eigentlich ganz gut werden. Aber wir werden sehen. Während es bei der Insel der Rüstung eher so um Geschichte und Kämpfen geht, geht es bei die Schneelande der Krone eher um legendäre Pokémon und um das Entdecken der Naturzone. Und hier gibt es tatsächlich einige neue legendäre Pokémon. Das Wichtigste wird da wohl das Pokémon Koronospa sein. Das kennen wir natürlich schon, das ist dieser, um ehrlich zu sein, sehr, sehr hässliche Hase, Typ Psychopflanze. Ich mag ihn überhaupt nicht, aber hey, der wird hier, glaube ich, große Wichtigkeit haben. Aber glücklicherweise ist es nicht das einzige legendäre Pokémon, das hier neu ist, denn die ganz alten Regi-Pokémon sind jetzt auch nochmal wieder zurück. Und zwar mit 2 neuen Formen. Einmal Regidraco, das Pokémon hat den Drachentyp, und Regieleki, Typ Elektro. Sie sind natürlich sehr anders als die Regi-Pokémon der 3. Generation, aber ich weiß nicht, irgendwie mag ich sie. Vor allem diesen rot-schwarzen, also Regidraco, ist, schätze ich mal, an Yveltal angelehnt, oder? Wird so von der Farbe her zumindest ganz gut passen. Und bei Regieleki, weiß ich nicht so genau. Ich finde sie eigentlich ganz gut. Aber ich hoffe wirklich sehr, dass wenn sie schon hier wieder diese Regi-Pokémon zurückbringen, sie auch das Ganze mit Rätseln verbinden werden. Weil war nicht irgendwie der coolste Aspekt an den Regi-Pokémon in der 3. Generation, dass man halt Rätsel lösen musste? Man musste halt diese Blindenschrift entziffern und dann halt das entsprechende Rätsel lösen. Aber wenn ihr euch mal das hier anschaut, wie der Trainer sich auf die Bodenplattform da bewegt, ich glaube, Rätsel werden schon wieder dabei sein. Aber so muss es auch wirklich sein. Also ich wäre echt enttäuscht, wenn es nicht so ist. Also bitte, bringt die Rätsel zurück. Und auch wenn ich diese legendären Pokémon bereits ziemlich cool finde, muss ich sagen, dass die nächsten mich wirklich vom Hocker gehauen haben. Und zwar die Galarform der legendären Vögel der 1. Generation. Also Galar Arctos, Galar Zapdos und Galar Lavados. Galar Arctos hat jetzt den Typ Psychoflug, Galar Zapdos den Typ Kampfflug und Galar Lavados den Typ Unlichtflug. Das lämste Design von den dreien finde ich tatsächlich Galar Zapdos. Sieht aus wie ein gebratenes Hühnchen, ich mag es nicht so sehr. Aber Galar Arctos ist ziemlich episch und Galar Lavados, das ist wirklich top. Ich habe gesehen, dass sich einige Leute darüber beschwert haben, dass es Typ Unlichtflug ist und sie es lieber gehabt hätten, dass es Typ Unlichtfeuer wäre. Aber warum? Es sind die legendären Vögel der 1. Generation. Warum sollten die den Flugtyp verlieren? Hä? Ergibt für mich wirklich überhaupt keinen Sinn. Und da finde ich es eigentlich ziemlich passend, dass der Zweittyp abgeändert wurde. Wobei ich dazu sagen muss, falls sie jemals vorgehabt hatten, Pokémon mit 3 Typen einzuführen, wäre das hier die perfekte Möglichkeit gewesen. Also Galar Lavados wird irgendwie Typ Flug, Unlicht und Feuer. Das wäre krass. Aber nein, das wäre, glaube ich, wirklich etwas zu viel des Guten. Wobei Pokémon durchaus etwas mehr Komplexität gebrauchen könnte. Und was ich an den Galarformen der legendären Vögel auch sehr interessant finde, ist, dass sie hier quasi bei diesem riesigen Baum, ich weiß nicht, was der für eine Relevanz hat, aber der sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus und scheint eine große Wichtigkeit zu haben, dass sie hier gegeneinander kämpfen. Ich weiß nicht warum, aber ich denke, dass es auch hier irgendwie eine Geschichte geben wird. Aber coole Sache auf jeden Fall. Was man dann auch noch sehen konnte, ist, dass man quasi in diesen Giga-Dynamax-Kämpfen mit Freunden zusammen gegen die legendären Pokémon antreten kann, um sie dann so zu fangen. Und da könnt ihr euch dann jede Menge legendäre Pokémon fangen, wie zum Beispiel Mewtwo, Reshiram, Zekrom. Es war eine Menge Pokémon zu sehen. Was man dann noch ganz am Ende gesehen hat, ist das sogenannte Galar Star Tournament. Das ist quasi so ähnlich wie das Champ-Turnier in der Galar-Region, aber es sind Doppelkämpfe gegen die anderen wichtigen Charaktere der Geschichte. Ich schätze mal, das heißt einfach gegen die Arenaleiter und gegen die Protagonisten. Und den Champ natürlich. Und damit hätten wir jetzt auch die Informationen zu dem zweiten DLC zusammengefasst. Ich muss sagen, der zweite DLC sagt mir deutlich mehr zu als der erste. Die neuen legendären Pokémon gefallen mir alle sehr gut, es gibt anscheinend auch da so eine kleine Geschichte und wenn da wirklich der Fokus auf Entdeckung steht, dann hoffe ich auch sehr darauf, dass sie diese Naturzone auch interessanter gestaltet haben. Dann könnte es nämlich wirklich gut werden. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage offen, sind die DLCs eigentlich das Geld wert oder sollte man eher darauf verzichten?
Nun, ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber das Feedback der Fans war überraschend positiv. Das war jetzt so ziemlich das allererste Mal seit einem Jahr, dass das Feedback der Fans überwiegend positiv war. Von daher haben die Entwickler, glaube ich, hier so einiges richtig gemacht. Auch das kann man ja mal positiv erwähnen. Wenn man schon jede Kleinigkeit kritisiert, kann man auch so fair sein und sagen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich glaube daher, dass das ganz interessant werden könnte, aber es hängt wirklich stark davon ab, ob sie irgendwas an diesen Naturzonen verbessert haben oder ob es genauso langweilig sein wird wie die ursprüngliche Naturzone. Die Naturzone wurde nämlich damals als dieses große neue Feature angekündigt, aber letztendlich war sie ziemlich enttäuschend, da man innerhalb von irgendwie 5 Minuten ganz durchlaufen konnte und einfach nichts zu erkunden da war. Ich finde, es war eher eine zu groß geratene Safari-Zone anstatt einer Naturzone. Aber vielleicht geht's auch nur mir so, keine Ahnung. Aber naja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Sachen sind, die von Anfang an im Spiel hätten drin sein müssen. Deswegen freue ich mich jetzt nicht so sehr drauf, aber der zweite DLC sieht echt gut aus, kann ich nicht anders sagen. Ach man, wenn das alles schon von Anfang an drin gewesen wäre, ne? Ich glaube, die Spiele wären deutlich besser angekommen. Vor allem, weil die Spiele echt kein Postgame-Content haben, außer diese kurze Geschichte. Ah, schade, schade. Ich persönlich werde erstmal abwarten und schauen, wie die DLCs so bei den Fans ankommen und es mir vielleicht dann kaufen oder halt auch nicht. Ich mag die Naturzone wirklich nicht, sorry. Deswegen werde ich auch übrigens kein LP zu diesen DLCs machen. Habt ihr mich oft gefragt, aber nein, ich werde kein LP zu diesen DLCs machen. Aber gut, durchaus interessante DLCs, finde ich. Wie ist eure Meinung da so? Werdet ihr euch die DLCs kaufen oder habt ihr mittlerweile genug von Pokémon Schwert und Schild? Teilt es mir in den Kommentaren mit. Und ein Daumen hoch zur Unterstützung wäre natürlich auch wie immer sehr nett. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.